Also nicht. Ist mir aufgefallen, so nicht. Dann nicht. Wo starte ich denn hier? Ach, kurz vor der Cutscene. Kann ich die überspringen? Ich wüsste jetzt nicht wie. Das ist ja ärgerlich. Cutscenes, die man nicht überspringen kann. Ist ja voll altmodisch. Aber richtig. Ich muss hier mal hin. Ich darf noch nicht den Zahlenschluss öffnen. Hallo. Shit, ich komme nicht weg. So. Schön, dass ich mal nach hinten sprinten kann. Gibt's auch nicht in vielen Spielen, dass du halt sprinten kannst nach hinten. Heilung. Absaugen. Mehr Heilung. Und nach hinten sprinten. Was machst denn du da für ein Ding? Ist ja... Wow, ist es. Du hast die Mauer kaputt gemacht, du Penner. Aua. Ich baller da alles rein. Ich hab nichts mehr. Plan B. Gedöns. Alter, was das aushält, das Mistding. Aua, ich will hier weg. Hallo. Keine Chance, hier gerade wegzukommen. Hallo. Och, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Ich komme nicht weg. Was ist das für ein Scheiß? Ah, jetzt. Ist ja gut. Oh, was? Es ist irgendwie tot. Frag mich nicht wie, es ist tot. Und es hinterlässt extrem viel Energie. Jetzt darf ich das Tor öffnen. Hätte ich das nicht vorher machen können? Nein. Damit ich das dann irgendwie anders überlebe? Nein. Okay, gut. Dann nicht. Oh, an einem Ecker da, wo ich da hängen blieb und nichts mehr machen konnte, das war schon mies. Ich bin's nur, weitermachen. Rühren, Leute. Alles gut, alles cool. Ja, ist okay. So, Leute. Move, move, move! Ich bin doch da! We're gonna have to cross this kill zone to get up there and take him out. Bist du sicher? All right, let's get in there and kick some ass. Sieg ist geheult. Ach nee, Moment, erstmal kämpfen und dann siegen. Mit meiner Axt. Auf hier rum wie so ein Zwerg, weißt du? Wie so ein Wildgewordener. Oh, der ist aber richtig in meine Axt gelaufen. Leute, man lernt es endlich. Ich habe eine Axt. Ich bin wahnsinnig, bin ich. Ab auf die Gunner. Bin ja schon dabei. Ich heile mich. Ja.
Gott. Aua. Moment. Es gibt gerade ein kleines Problem. Nämlich meine Lebensanzeige. Klima ist ein Problem hier. So, kriege ich die Energie von hier aus? Ja, yeah, perfekt. So. So, noch einer? Du da. So, und wie komme ich jetzt da über die Brücke? Ah, okay. Wieso konntet ihr das die ganze Zeit vorher nicht? Wieso musste ich da dann immer erst hin und es dann öffnen? Jetzt sag nicht, dass das Material für den Dingens da so teuer. Oh komm. Wann lernt ihr es denn endlich? Dass hier Werwölfe rumlaufen, dass man jederzeit deswegen drauf gehen kann. Okay, gut. Ich habe nicht sonderlich viel Platz zum Kämpfen und ich muss damit irgendwie klarkommen. Ja, ist ja gut. Elendiger Dreckspenner hier. Das sind aber auch ein paar viele. Das sind wirklich so ein paar. Mal gut, dass ich das mit der Axt mache. Mit allem anderen wäre ein bisschen so, wow. Liegen bleiben, danke. So. Her mit Energie. So viel Lebenskraft. Shit. Okay. Wow. Oh oh. Aha. Tschüss. Nein, 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 nein. Okay, ich kann hier durch. Das habe ich nicht mehr gekriegt. Bin ja schon dabei, bin ja schon dabei, alles ist cool. Freund oder Feind? Freund. Feind, Freund. Geh weg. Oh, guck mal. Die wollen doch nur spielen. So. Leute, was habt ihr für Verstärkungskräfte? Da kämpfe ich lieber alleine. Ist doch wahr. Auf so eine Verstärkung kann ich gerne verzichten hier. So. Geht doch. So, nun? Muss ich wahrscheinlich einen Weg finden, wie ich da durchkomme. Ja. Ich soll da lang. Ja, hier gibt's nicht sichtbare Elemente, mit denen ich da reagieren kann. Oh, shit. Na komm, Alter, was soll ich denn da tun? Oder soll ich nicht WASD benutzen, sondern tatsächlich Pfeiltasten? Welch Unding. Okay. Ah, sie rücken vor. Move, move, move! Das Ding muss freigesetzt werden! Was seid ihr für welche? Hallo? Okay, ihr seid auch Tote. Das ist gut. Soll ich auch nochmal freisetzen hier? Ja, ist gut.
Lässt man mal die Werwölfe frei und dann sowas, ne? Oh Gott. Ah. Okay, es sind tatsächlich Pfeiltasten. Oh. Hat er nicht gemacht. Hat es einmal richtig gemacht. Hervorragend. Nächster. Okay, der andere hat es nicht überlebt. So, hier kann ich jetzt durch. Bin schon dabei. Dann was spielen die denn hier rum? By the time we returned to London, the city was in flames. The creatures released from Pandora's box had migrated from the New York flashpoint faster than anyone believed possible, engulfing the entire planet in a terrible cataclysm. The creatures seemed attracted to the biggest cities, the largest populations, almost intent on smashing the human race back into the Stone Age. Most people thought it was the end of the world. They were wrong. It was only the beginning. Dum dum da. Vivian and I will get to work on the hard drive, Deckard. You study up on our situation in the library. Meet us in the lab when you're ready to check on our progress. Okay. Ich kann nichts sehen. Ah. Du machst sauber. Natürlich. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Es kümmert ihn relativ wenig. Okay. Soll ich hier rein? Ich soll hier rein. Was haben wir denn hier? Ein Fluxkompensator. Bestimmt. Aha. Ja, ihr macht hier ähnliche Versuche wie... Lefay? Ist er so? Glaube. Na gut. Hey, ich. Ich soll da lang. Na dann. Ah. Wie komme ich denn zu euch hin? Ach, darüber. What? Sie ist Testrohne. Really fascinating. So. Deckard, we broke the encryption. Things are worse than we thought. Lefay's constructed a machine in New York that will take control of all creatures across the globe, using Pandora's box as a focusing device. In order for it to work, the creatures had to be released from the box first. That's why Lefay hired you. He assumed whoever opened the box would be killed in the process. Thanks to you and Vivian, we intercepted the artifact before Lefay could recover it and brought it safely here. There's something else. According to Lefay's research, activating Pandora's box in his machine will send a massive jolt of energy from the artifact to the signet on your arm. If Lefay's machine finishes its cycle, Deckard, you'll be killed. Since we've got Pandora's box under lock and key, you should be safe until we take out Lefay's machine in New York, and we'll figure out a way to get that signet off your arm. What the hell? All our systems are losing power. It's a Trojan horse from Lefay's hard drive. It invades computer networks and shuts down security protocols. Okay, okay. Aber den Aufzug finde ich erst in der nächsten Folge von Legendary.
Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!